Freunde, willkommen zur 52. Folge. Wir sind hier drin. Und ja, wir müssen jetzt nach oben. Sparen. Zone, Cerberus-Agenten. Die Geschütze funktionieren. Genau, okay. Und diese Schilde auf jeden Fall da oben, ja. Die sind ein bisschen im Arsch. Sind Sie okay? Wie war's? Die werden gestört von Cerberus. Warten Sie kurz. Und wir müssen die jetzt, diese Flak-Dinger da, scharf schalten. Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Nichts ist wichtiger, als einen Weg zu finden, die Reaper zu besiegen. Diese Leute sind wichtig. Ihre Ideale, ihr Wissen. Jemand muss für sie kämpfen. Irgendwie eine Verschwendung ihrer Talente. Klingt wie ein Kompliment. Wie lange kennen Sie Bren? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Oh je. Es verfolgt mich eher. Sein Vater abgestürzt auf dieser Welt und hat diesen Dschungelcamp da geleitet. Warum arbeiten Sie an einem Ort? Harte Sache. Nach unserer Rückkehr. Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Was? Am Strand? Genau, ich gehe mir gerade auch durch den Kopf. Was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Ja, gehen wir es an. Was mich wundert, hat keiner gefragt, was Jarvik eigentlich für einer ist, ja? Okay, der ist Proteaner. Und kein Jupps, hallo? Die haben noch nie einen Proteaner gesehen. Ich will nicht für die Rettung dieser Daten sterben. Sorry, war ich jetzt. Ich säubere alles und treffe sie dann in der Shuttle. Ich will nicht sterben. Gehen Sie einfach. Nein, schon okay. Bringen wir es einfach hinter uns. Ist das hier? Ich dachte, wir hätten uns rundum abgesichert. Ich sagte doch, wir hätten zum Flug gehen sollen. Wir sollten uns schlecht ausgerüstet Waffen aufladen. Ey, wie es hier gleich aussieht. Es wäre ein Massaker gewesen. Sie sind tapfer, aber fehlgeleitet. Und jetzt vielleicht alle tot. Ne, wir gehen jetzt mal hoch und machen die Geschütze. Scharf. Oh. Feinde! Nach dem Satellitenturm. Ja, nichts wie los. Genau, go, go. Das
Ah, ist doch eine Satellitenkonsole, genau. Läuft Konfiguration abgeschlossen. Die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Sie müssen sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Wir haben Gesellschaft. Okay, mach mal, kein Problem. Schützen. Boah. Erledigt. Next time. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Ja. Richtig. Geht nicht mal da drüben hoch, oder was? Oh je. Was ist das hier? Ein paar Mods, okay, passt. Und hoch geht's. Hier müsste bestimmt noch irgendwas liegen. Ah. Schon geil. Das ist schon gut. Da hat man gute Übersicht über alles hier. Oh ja. Dam. Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. Soll ich mal sagen, was auch geil ist? Planet Side 2. Oh ja. Ashley, Sie reparieren. Okay. Bereit? Jetzt liegt's an uns. Ja, komm mal. Geschafft.
So, Junge, erledigt. Werden. Na also. Wird na dann. Warum kann sie das nicht selber eigentlich machen? Muss ich das drehen? Kein Problem. Dreh ich. Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg, aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig. Wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Komm. Okay, dann sollen die Shuttles starten. Evakuierung eingeleitet. Evakuierung eingeleitet. Bereithalten für Shuttle-Start. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Geht es so einfach? Kann man die einfach so abschießen und die lassen sich abschießen? Shuttle 1 gestartet. Naja, ich meine, hallo, ist immerhin Surplus-Technologie. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Surplus-Truppen sind... sind in den Schusspunkt eingedrungen. Imperiale Truppen sind in den Schusspunkt eingedrungen. Imperiale Truppen sind... Oh, er hier. Ja, Baby, wir kommen. Dann los! Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Gehen Sie voraus! Jacob, rauf mit der Haupttür! Verstanden, Shepard. Wird gemacht. Es geht los! Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Das gefällt mir nicht, die Forschung. Wir sind meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist das. Oh Gott. Okay. Cool. Ja, da vorne geht's raus. Jawohl. Jacob, bitte komm!
Ihr Status? Shepard, die Anlage wird überrannt. Die Cerberus-Truppen sind überall. Noch ein Shuttle mit Flüchtlingen, richtig? Bestätige. Wir schaffen das. Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten. Okay, passt doch, oder? Passt. Läuft gut oder schlecht? Das war der letzte Zivilist. Shepard, Achtung! Wir werden überrannt! Wir müssen weg! Bin mit dem Shuttle zu ihm gelandet. Verstanden! Oh shit, shit, shit. Was machen wir von der? Der hat auf jeden Fall Schilde, die sind aber ziemlich unten. Jacob hat sich jetzt ziemlich schnell erholt von der Wunde, oder? Kann das sein? Das war mal wieder haarscharf, was, Shepard? Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen. Ja, fühle mich gut. Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Und jetzt könnten Sie etwas für mich tun. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Ach komm schon. Sie wollen sich unserem Team nicht anschließen? Ich bin hin und her gerissen, aber ich muss mich um diese Familien kümmern. Das ist jetzt mein Platz. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, komm, ich verstehe. Passen Sie gut auf Sie auf. Was sollen wir machen? Diesen Tiegel. Ja, geht ja, klar. Ja. Prima. Melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist, gebe ich einen aus. Oh yeah. Passen Sie auf sich auf. Ja, derjenige von unserem Leben ist, der wird noch dann einen ausgegeben bekommen. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer, passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familien. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen, ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tiegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard Ender. Alles klar, Leute, haben wir wieder mal gut hingekriegt. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter und wir gucken mal ein bisschen dann, ja, wohin der Weg uns führt. Aber jetzt gehen wir noch dahin, an die Zentralsteuerkonsole. Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Die können wir auch noch lesen. Asari-Trupp. Kommando Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz der zweiten Flotte mitfliegen. Anmerkung, ich kannte einige der Elite-Soldaten, die dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen, aber da es der ganze Ladenduft geflogen ist,
Oh, die einzig gute Nachricht. Das ist nur noch ein Captain Corinne Lemmers, okay. Mache Meldung. Lee Riley. Mein Trupp verteidigt weiterhin den Treibstoffreaktor auf Sivan. Cool. Die Reaper wollen ihn lahmlegen, aber nicht mit meiner Wache. Genau, cool, das haben wir gemacht in der vorletzten Folge. Den Treibstoffreaktor. Schön, dass man da ein bisschen Nachricht noch bekommt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.